Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und wie versprochen gestern hier das Video über die Helme und natürlich auch über diesen geilen Helm, der eine extrem niedrige Drop-Chance hat und dementsprechend sehr selten ist. Ich muss mir den selber auch erstmal besorgen, beziehungsweise Shoutout an Nobunaga, der mir diesen Helm zur Verfügung gestellt hat. Diesen Helm gibt es nämlich als Rare Drop von diesen Oktopussen, die überall rumlaufen, egal ob die großen oder die kleinen, besiegt die und ihr kriegt diesen Helm. Die findet ihr überall in der Welt und der kann nichts Besonderes, aber der sieht natürlich sehr, sehr, sehr cool aus. Zeige ich dir nochmal von ein bisschen näher. Ihr habt halt einfach so einen kleinen Oktopus drauf. Und können uns mal kurz angucken, was der Text zu dem Helm sagt. Ein Landoktopus-Junges, das direkt auf dem Kopf getragen wird, ist immer noch warm und fühlt sich ein wenig an wie menschliche Haut. Wenn euch der Gestank nicht abschreckt, ist seine Elastizität ein hervorragender Schutz vor Schlägen. Ist ein ganz normaler Helm, der hat keine speziellen Fähigkeiten, also das ist der Oktopuskopf. Kommen wir zum nächsten, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, wo ihr den findet. Und zwar die Albinaurik-Maske. Absolut lustiger Helm, also richtig, richtig witzig. Wer da wissen will, wo er den bekommt, gerne mal mein anderes Video abchecken. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Helm. Auch eins meiner absoluten Favorites. Nicht, weil es besonders stark ist oder besonders toll ist, sondern weil es einfach brutal cool aussieht. Ihr habt einfach ein Geweih auf dem Kopf, was auch noch leuchtet. Finde ich richtig, richtig cool. Das Geweih bekommt ihr in Nokron von den singenden, weiß nicht, was das sind, diese singenden Gegner, die singen, die weiblichen. Die haben eine Chance, dieses Geweih fallen zu lassen. Auch wieder mit einer 2% Chance bei einer 100er Entdeckungsrate. Also auch ein richtig, richtig cooler Helm. Der nächste, vielleicht nicht ganz so spannende, weil der wird in jedem Blutbild gezeigt. Ich wollte ihn aber trotzdem auch hier mit reinnehmen. Ist natürlich die wahre Maske. Schwierig zu bekommen, beziehungsweise kompliziert zu bekommen. Und sehr, sehr, sehr nützlich. Boostet jeden Bildbuff, Blutbild und ist eigentlich mit der beste Helm, den man überhaupt im ganzen Spiel tragen kann. Als nächstes haben wir hier diesen Kürbisritterhelm. Der kann auch im Prinzip nichts Besonderes, sieht aber ganz witzig aus und hat auch eine relativ geringe Drop-Wahrscheinlichkeit. Und den Gegner, den ihr dafür besiegen müsst, ist natürlich der Kürbiskopfritter. Ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber ihr kennt ihn, der halt diesen Kopf hat. Den könnt ihr auch bekommen, holt ihn euch. Sehr, sehr witzig. Und jetzt erschreckt euch nicht. Das hier ist der letzte Kopf, den ich euch zeigen will. Das ist nämlich der Kopf, falls ihr euch bekannt vorkommt. Ja, das ist der Kopf von Yeren, den ihr bei Zellen und auch bei Radahn trefft, nämlich das Radahn-Fest einleitet. Den bekommt ihr, indem ihr die komplette Zellen-Questline durchmacht und am Ende Zellen helft und nicht sie verratet. Ihr könnt dann auswählen, ob ihr helfen wollt oder ob ihr sie töten wollt. Und wenn ihr ihr helft, bekommt ihr hier diesen Helm und natürlich auch das komplette Set von Yeren. Also auch ein richtig, richtig geiler Helm. Und dann würde ich sagen, war es das schon. Das waren meine 5 besonderen Helme, wo ich finde, die sollte jeder haben. Und gerne das Video liken, gerne kommentieren, falls ihr noch einen Helm habt, den ihr besonders geil findet und den ich unbedingt mal zeigen sollte. Folgt mir gerne, wenn ihr weitere Videos sehen wollt und am Sonntag findet wieder der Community Run statt. Wenn ihr da dabei sein wollt, gerne mal auf Twitch reinschauen. Um 12 Uhr geht's los und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.